Hallo und herzlich willkommen hier zu einem winterlichen, echt kalten Review. Mir bläst ein eiskalter Wind entgegen, meine Hände sind schon eingefroren. Es hat minus 7 Grad. Wie wir sehen, eine weiße Landschaft, in der ein großes, schweres SUV steht, und zwar der Seat Tarraco. Ein echter Alleskönner im Grunde, aber auch ein sehr unterschätztes Produkt in meinen Augen. Gerade wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, technisch steckt hier die Basis des Volkswagen Tiguan Allspace unter dem Blechkleid des Tarraco. Warum er sich vielleicht nicht so gut verkauft, welchen Antrieb wir hier heute fahren und was es sonst noch so Spannendes zum Seat Tarraco zu erzählen gibt, all das werdet ihr heute erfahren, wenn ihr dranbleibt, dem Kanal hier gerne ein Abo schenkt, damit ich mit dem Kanal etwas wachse und euch stetig neue Videos hier präsentieren kann. Das kostet euch natürlich nichts, aber dennoch hilft es mir ungemein, genauso wie eure Meinung unten in der Kommentarbox und ein Like zu diesem Video. Ich würde sagen, bei minus 7 Grad, ich verziehe mich jetzt ins Auto und erkläre euch alles Wesentliche eben zum Seat Tarraco. Auf geht's! Den Seat Tarraco hatte ich euch in einem vorherigen Video bereits schon einmal ausführlich vorgestellt. Damals war das dann ein 2 Liter Turbobenziner mit 245 PS als Spitzenmotorisierung. Den gibt es aktuell nicht mehr im Tarraco-Programm. Diesen Spitzenleistungspart übernimmt jetzt der Plug-in-Hybrid, derselbe Systemleistung mitbringt, bedeutet also 245 PS in der Spitze. Wir wollen uns heute eher so ein bisschen mit dem Tarraco im Allgemeinen hier beschäftigen, kommen wir aber nächst kurz einmal hier zu unserem Antrieb. Unter der Haube steckt jetzt hier ein 1,4 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der 150 PS leistet. Der gekoppelt ist dann an einen Elektromotor, der im 6-Stufen Doppelkupplungsgetriebe steckt. Dieser Plug-in-Hybrid, wie man der Name schon sagt, kann extern aufgeladen werden. Wir haben also eine Fahrbatterie, die eine WLTP-Reichweite von über 50 Kilometern in der Praxis ermöglichen soll. Der Akku übrigens hat eine Netto-Speicherkapazität von 10,6 Kilowattstunden, die nutzbar sind. Und er wird nur einphasig geladen an einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladesäule. Die Ladezeit beträgt dann gut 3 Stunden, um eben den Akku wieder vollumfänglich mit Strom zu füttern. Der Tarraco hat sich seit 2019 optisch nicht verändert. Er ist weiterhin eben ein sehr großes SUV, ist 4,74 Meter lang, hat eine Höhe von 1,67 Meter und hat eine Außenbreite mit den Außenspiegeln von 2,12 Meter. Also ein sehr stattliches SUV. Man sieht auch eine gute Bodenfreiheit. In unserem Fall steht das Fahrzeug auf 20 Zoll Leichtmetallrädern mit Winterreifen natürlich. Es ist eben auch sehr, sehr kalt zurzeit hier in Oberbayern, wo ich mich befinde. Und da haben wir ständig Temperaturen von so minus 5 bis minus 10 Grad. Also da muss dann natürlich auch kräftig geheizt werden. Das kann der Tarraco eben hier mit einem elektrischen Heizelement. Und dazu nutzt er eben auch Strom aus der Antriebsbatterie, weshalb eben auch zum Beispiel eine Standheizung hier im Fahrzeug mit dem Plug-in-Hybriden serienmäßig verbaut ist, während sie bei anderen Fahrzeugen Aufpreis kostet. Der Tarraco bietet hier gute, ausgereifte Volkswagen-Konzernware an. Eben, wir haben hier einen großen 10 Zoll Bordmonitor etwa, der Apple CarPlay und Android Auto Wireless bietet. Wir haben eine
Wireless Charging Option fürs Smartphone. Wir haben sogar moderne USB-C Anschlüsse. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument und wir haben auch moderne Assistenzsysteme hier an Bord, die sogar das Fahrzeug eben fast schon teilautonom hier in der Spurführung halten. Abstand kann auch automatisch geregelt werden. Wir haben auch eine tote Winkelüberwachung, Notbremsassistenten, Rückfahrwarner, Querverkehrswarnung. All das ist alles schon im Tarraco hier mit drinnen. Also der Tarraco ist im Grunde auf der Höhe der Zeit, auch wenn er bereits im Grunde so vom Produktionszyklus her von seinen Konzernbrüdern, der Kodiaq und der Tiguan, werden beide jetzt 2024 durch neue Modelle ersetzt. Quasi an einem etwas älteren Technikbaukastensystem eben hier sich bedient lediglich. Dennoch gibt es hier sehr viel Platz, vor allem im Fond. Also man sitzt unheimlich gut, hat viel Beinfreiheit. Das ist auch der große Vorteil, wo sich Familien eben besonders über den Tarraco freuen. Auch der Kofferraum ist riesig. Es gibt optional auch den Tarraco als Siebensitzer. Der Aufpreis liegt unter 1000 Euro für die zwei Sitze, die dann auch im Kofferraumboden sich gut verstauen lassen. Also hier hat man sogar die Möglichkeit, eben auch einen Van quasi mit zu ersetzen. Und das hat der Tarraco ja, denn er hat den Seat Alhambra im Prinzip beehrt. Beim Antriebsportfolio, da bietet Seat aktuell eben auch nur noch eine abgespeckte Möglichkeit der Bestückung mit Aggregaten. Also entweder man nimmt den 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der 2 Liter Vierzylinder Benziner ist nicht mehr im Programm. Dafür gibt es auch nur noch den 2 Liter Turbodiesel mit 150 PS. Auch hier Möglichkeit als 6-Gang-Handschalter oder 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Bei den Ausstattungslinien gibt es lediglich drei Stylings. Sowohl Style ist der Einstieg, Experience, die eher elegante Variante, oder die FR-Line, die wir jetzt hier haben, das ist eher das sportliche Modell. In unserem Fall sieht man das eben auch mit diesen großen 20-Zoll Rädern, die dem Wagen unheimlich gut stehen. Ich finde auch diese Camouflage genannte Grün graue Lackierung steht dem Tarraco sehr, sehr gut. Das Fahrzeug wirkt auch insgesamt noch sehr, sehr modern mit den schmalen LED-Scheinwerfern. Es gibt allerdings kein Matrix-LED-Licht etwa und auch dem durchgängigen Lichtband am Heck. Das ist ja so mittlerweile so ein gängiges Stilelement, was viele moderne Fahrzeuge oder neue Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, hier im Blechkleid oder im Design tragen. Also hat der Tarraco im Grunde genommen schon einen gewissen Designvorsprung mitgenommen, den er jetzt so ein bisschen aufzehrt. Im Alltag begeistert auch der Tarraco zudem mit seinem sehr ausgewogenen Fahrverhalten. Wir haben hier optional verbautes Dynamic Chassis Control, also ein adaptives Dämpfersystem, das sich eben konfigurieren lässt individuell. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass man trotz der großen Reifen noch einen guten, angenehmen Federungskomfort hat. Ich muss allerdings sagen, vom Gefühl her ist der Seat doch merklich straffer abgestimmt, als es etwa Tiguan oder Kodiaq sind, gerade auch hier mit den adaptiven Dämpfersystemen. Denn hier merkt man, dass das Fahrzeug nicht extrem nachschwingt auf Komfort, sondern eben nur die Stöße sauber aufnimmt und nicht unbedingt weiterreicht, aber ein Nachschwingen gibt es hier eben nicht. Das ist durchaus vorteilhaft, gerade wenn man vielleicht Kinder mit Reiseübelkeit hat, dann ist das deutlich angenehmer. Wir haben hier auch eben über die angenehmen Reiseeigenschaften, haben wir eben drei Isofix-Verankerungen zum Beispiel im Fahrzeug, in der Vorsitzbank zwei Stück und auf dem Beifahrersitz sogar noch einen Isofix-Haken, das finde ich eben sehr gut. Und wir haben zum Beispiel ein schönes Glaspanoramadach, das auch viel Licht hier in den Innenraum bringt. Bisschen schade, Skoda bietet eben zum Beispiel mehr Optionen für Familien, zum Beispiel ein sogenanntes Schlafpaket, was es hier nicht gibt. Oder aber Sonnenschutzrollos gibt es hier leider auch nicht. Also hier ist der Tarraco in der Konfigurationsmöglichkeit etwas eingeschränkt. Dafür hat man allerdings die Möglichkeit, dass der Preis eben etwas geringer ist beim Einstieg. Denn einen Skoda Kodiaq oder aber einen Tiguan Allspace, den bekommt man eben sehr, sehr leicht über 60.000 Euro.
Das ist hier beim Tarraco nicht der Fall. Der bleibt immer deutlich unter 60.000 Euro. Auch hier in der Top-Variante eben mit dem teuren Plug-in-Hybriden. Der liegt übrigens 5.500 Euro über dem 1,5 Liter Vierzylinder Benziner und sogar noch rund 2.000 Euro über dem Dieselaggregat. Welchen Antrieb man da jetzt nimmt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir bewegen uns zum Fazit des Seat Tarraco. Der Seat Tarraco, in meinen Augen ein verdammt gutes SUV. Ja, sehr groß und sehr mächtig, das muss man sagen. Dennoch viel Platz, ein sehr ausgewogener Antriebsstrang, auch eben hier mit dem Plug-in-Hybrid. Meinen Augen natürlich klar, elektrische Reichweite in den heutigen Zeiten ist das nicht mehr top aktuell. Und jetzt hier im Winter bei solchen Temperaturen, so nahe minus 10 Grad, dann reicht der gut 10 Kilowattstunden Akku hier eben lediglich für so 28 Kilometer rein elektrische Vortrieb. Im Alltag reicht das dennoch aus. Für die meisten Familien wird das locker passen, denn die meisten werden ihn eher dann eben als Shuttle einsetzen für die Kinder. Das heißt zum Kindergarten, in die Schule oder aber auch die Einkaufsfahrten im Alltag erledigen. Und das kann man natürlich dann alles voll elektrisch machen, hat aber dann eben den Verbrennungsmotor für die lange Strecke. Da liegt dann der Verbrauch auf Autobahn bei gut 9 Litern. Das muss man mal grob einkalkulieren. Also in meinen Augen könnte man eher sogar mit dem Diesel so ein bisschen Vorlieb nehmen. 150 PS und ein hohes Drehmoment und dafür dann eben ein niedriger Verbrauch. Wer sagt, er möchte in der heutigen Zeit keinen Diesel mehr haben, der sollte dann in meinen Augen zum Einstiegsbenziner greifen, 150 PS, der 1,5 Liter mit Benzin, Direkteinspritzung und eben Zylinderabschaltung, der sollte dann nicht weniger verbrauchen, ist nämlich auch etwas leichter. Beim Preis 57.260 Euro kostet der Plug-in-Hybrid. Er ist aktuell auch das Topmodell, weil effektiv laut dem Papier am leistungsstärksten. Mir gefällt der Tarraco richtig gut. Ich verstehe leider nicht, warum er sich nicht so gut verkauft. Der Kodiaq schafft ja hier deutlich mehr Verkaufszahlen. Der Tiguan, der schafft natürlich aufgrund des Mixes mit dem kleineren Modell auch sehr gute Verkaufszahlen. Schreibt mir mal eure Meinung jetzt unten in die Kommentarbox zum Seat Tarraco. Wie findet ihr ihn? Warum verkauft er sich in euren Augen vielleicht nicht so gut, wie man es erwarten müsste von dem Fahrzeug her technisch? Ich persönlich bedanke mich, dass ihr reingeklickt habt, bedanke mich für ein Abo des Kanals, falls nicht schon geschehen, und auch ein Like dieses Videos. Zudem wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.